Mein Name ist Elisabeth Kahn und ich leite den Verein Integrationshaus. Wir sind eine Migranteneinrichtung hier in Köln-Kalk. Und gleichzeitig bin ich auch die Projektleiterin im Projekt Mach mit, Engagement, Lernen und Leben. Heute hatten wir unseren dritten Infoabend und es ging um das Thema Rassismus. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie können wir das Thema etwas spielerischer aufgreifen und haben die Besucherinnen und Besucher eingeladen, und zwar in die Praxis Dr. Antirassismus, wo sie dann eine Spritze gegen Rassismus bekommen haben. Wir haben den Menschen vorab einen Fragebogen ausgeteilt, um ein bisschen so eine Art Anamnese vorzunehmen zum Thema Rassismus. Und die Fragen orientierten sich an den Heitmeier-Studien, deutsche Zustände. Und in dieser Studie werden verschiedene Einstellungsmuster gegenüber einzelnen Gruppen getestet, zum Beispiel gegenüber Langzeitarbeitslosen und gegenüber Menschen mit muslimischem Glauben. Dann haben wir ein Video gezeigt, denn wir haben diese Umfrage jetzt nicht nur hier bei uns in der Einrichtung an diesem Tag gemacht, sondern im Vorfeld ein Interview auf der Straße durchgeführt am Kölner Dom und haben die Menschen gefragt, was für sie Rassismus bedeutet. Dann in einem dritten Schritt haben wir eine Präsentation gemacht zum Thema Rassismus. Was ist das eigentlich? Was uns dabei besonders ganz wichtig war zu sagen, Rassismus ist nicht nur eine individuelle Einstellung, die jeder bestimmt in uns trägt, also gegenüber verschiedenen Menschen oder bestimmten Dingen, sondern zu zeigen, dass Rassismus ein System ist und dass durch Rassismus Menschen eingeteilt werden in die, die dazugehören zu unserer Gesellschaft und die, die nicht dazugehören. Zum Abschluss haben wir ein Video gezeigt, was diese Thematik ein bisschen zusammengefasst hat und die Frage aufgestellt, warum gibt es eigentlich noch Rassismus? Also es gibt in der Geschichte so viele grausame Dinge, die durch Rassismus entstanden sind. Und wir Menschen schaffen es, zum Mond zu fliegen, Internet zu erfinden, uns überall auf der Welt zu vernetzen, aber wir schaffen es nicht, ja, diesen einen Virus wegzukriegen, um das mal so zu sagen. Und zum Abschluss haben die Menschen auch ein Rezept von uns bekommen, ein Rezept für Liebe, ein Rezept für Freundlichkeit, ein Rezept für Respekt und ein Rezept für Neugierde, damit sie sich immer wieder daran erinnern, dass sie jeden Tag etwas gegen Rassismus tun können. Den Abschluss bildete eine Aktion hier in diesem Raum, im Raum Afrika. Und zwar ist heute der internationale Nelson Mandela Tag. Und aus diesem Anlass heraus haben wir die Besucherinnen und Besucher gebeten, ihren Fingerabdruck zu hinterlassen auf dem Plakat. Damit wollten wir symbolisch einfach nochmal bestärken, dass wir einzigartig sind. Also dass jeder von uns einen einzigartigen Fingerabdruck hat. Keiner dieser Fingerabdrücke ist gleich. Und es ist einmalig besonders. Es ist natürlich eine Herausforderung, mit so viel Vielfalt umzugehen und das auch irgendwie in ein System einzubringen, sodass wir alle miteinander leben können. Aber es lohnt sich, diese Arbeit, diese Anstrengung, eine Welt zu schaffen, wo jeder in seiner Vielfalt einen Platz findet. Ja.